Moin zusammen bei der neuen Folge von Betreutes Schrauben. Heute betreue ich mich schon wieder selber, schon wieder die GSX 1250. Und heute machen wir mal die Kupplungsflüssigkeit, weil ich oben an den Armaturen gesehen habe, dass die wahrscheinlich noch nie gewechselt worden ist, auch nicht im Kundendienst. Ich habe euch da mal zwei Fotos von gemacht, da kann man den Unterschied der Helligkeit der beiden Flüssigkeiten, also Bremse rechts und Kupplung links, sehr gut erkennen. Und da wir ja letztes Mal schon dabei waren, das am Hinterrad gemacht haben, können wir das jetzt direkt hier an der Kupplung mitmachen. Wie das funktioniert, das schauen wir uns heute mal an. Damit das hier mal wieder richtig authentisch wird, habe ich mir jetzt auch überhaupt nichts durchgelesen. Also das ist hier die linke Motorseite. Hier ist die Kurbelwelle hinter. Und hier ist ein Verkleidungsteil. Hier ist der Kupplungshebel, der die Kupplung hier betätigt. Das heißt, irgendwo hier drunter muss auch dieser Behälter sein, den wir hier leer machen wollen. Das heißt, wir machen uns diese Schrauben hier. Das sind Inbusschrauben. Ich gucke gleich mal, wie groß der ist. Drei Stück sind das. Die machen wir uns mal los. So. Uno. E due. So, jetzt kommt das schon hier ein bisschen lose, dass das gleich hier einfach auf die Bühne fällt. Wieso knie ich eigentlich und die Bühne ist nicht ganz oben? Man kann es auch echt schwer machen, aber jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt machen wir auch weiter. Ja. Wir sehen hier die Leitung, die oben vom Kupplungshebel kommt. Das ist quasi die Leitung, die hier mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist. Hier haben wir auch ein Entlüfternippelchen. Das ist anders als bei der Hinterradbremse. Das hatte ich letztes Mal gesagt, dass man sich das gut weglegen muss, weil es eben nicht festgemacht ist. Hier hat es so eine schöne Befestigung. Das heißt, wir können das einfach aufmachen. Und jetzt folgt wieder das Schlauch aufstecken und Behältnis drunter stellen. Und dann können wir quasi schon anfangen. Jetzt weiß ich auch wieder, warum die Bühne so niedrig stand, damit man das hier oben auch noch sehen kann. Ich hatte eben gesagt, wir stecken uns jetzt einen Schlauch drauf, aber eigentlich ist die Reihenfolge egal. Wir machen jetzt erstmal hier oben den Kupplungsbehälter auf, also den Ausgleichsbehälter für die Kupplungsflüssigkeit, was eigentlich auch nur Bremsflüssigkeit ist, aber das ist mal ein bisschen verwirrend, weil es eine Kupplung ist. Das ist trotzdem ein ganz normales hydraulisches System, was auch mit Bremsflüssigkeit arbeitet. Deswegen unterscheidet sich die Flüssigkeit hier nicht von dem, was eben in der Bremse drin ist. Wichtig wie immer, nehmt den richtigen Schraubendreher. Ne, ich habe jetzt hier einmal den PZ1 und einmal den PH1. Ja, PH steht für Phillips, das ist eine ganz normale Kreuzschlitzschraube. Und PZ steht für Pozzi Drive. Das sind quasi die Schrauben, oder hier Spax-Schrauben haben das halt häufiger irgendwie, ne? Die man irgendwie hier für Holz benutzt. Die haben eben so noch so einen zusätzlichen Stern. Den brauchen wir hier nicht, weil der Schraubendreher nicht passt. Das heißt, ich tue den Pozzi Drive Schraubendreher jetzt mal weg. Und wir machen den jetzt hier mal auf. Das ist jetzt das erste Mal, dass das überhaupt aufgeht. Das heißt, wirklich schön drücken. Ach, das ist aber einfacher als gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das ist ein Traum. Ein Traum ist das. Die Schrauben an der Hinterradbremse, beziehungsweise am Ausgleichsbehälter der Hinterradbremse, die waren so bombenfest, das hätte man da nicht richtig gedrückt, hätte man sich die Schrauben locker runddrehen können. Och, das ist ja super hier. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Jetzt haben wir hier ein Plastik, habe ich den Deckel abgenommen. Jetzt haben wir hier ein Plastikstück und dann haben wir die Dichtung. Wie immer. Passt bloß auf. Ich habe jetzt vergessen, es wäre besser gewesen. Jetzt ist es zu spät. Man sieht das hier, es tropft hier ab. Es wäre besser gewesen, sich ein Tuch um die Armatur zu legen, um halt hier eventuell abtropfende oder schmierende Bremsflüssigkeit aufzufangen. Ich habe es jetzt mal so gewagt. Boah, die Brühe ist dunkel. Das ist unglaublich. Mache ich mal ein Foto davon, dann seht ihr das. Und wenn ihr eure Kupplung mal aufmacht oder eure Bremse mal aufmacht und euch kommt sowas entgegen, dann seht ihr, es ist wirklich höchste Zeit, das zu wechseln. Ich tue das Deckelchen jetzt mal hier unten auf ein Tuch, was hier schon liegt. So, wunderbar. Ja, jetzt haben wir ihn offen. Und was wir machen, morgen ist noch ein Tuch. Nächstes Mal tue ich die Tücher einfach auf die Bühne. Das macht es deutlich einfacher. Ich habe es in einem anderen Video schon gezeigt. Es ist absolut, ja, manche würden es unprofessionell nennen.
Ich finde es einfach super praktisch. Wir müssen jetzt natürlich hier mal ein bisschen von dem Schmocker hier ablassen, weil wir uns das ja nicht alles durch die Leitung pumpen wollen. Dann machen wir uns ja nur unnötig Arbeit. Das heißt, wir halten jetzt einfach mal ein Tuch hier rein. Durch den Kapillareffekt zieht sich jetzt die Bremsflüssigkeit hier in das Tuch. So, mal gucken, ob wir das hier schleimfrei hinbekommen. Lassen wir es einmal abtropfen. Holen uns das mit dem nächsten Tuch weg und machen das einfach nochmal. So. Das Tuch hier schön wie Molly oder so. Nein, natürlich nicht wie von Molly. Schön falten dann hier rein. So. Ein bisschen drücken. Nee. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ihn nicht komplett leer machen. Wenn wir nicht betätigen, dann ist die Gefahr gering, dass in uns da Luft ins System kommt, aber wir wollen das nicht riskieren. So, jetzt ist der hier. Mäh, ist das eine Brüde. So, dann drücken wir uns den hier wieder raus. Ja, also wie gesagt, professionell ist anders. Aber ich habe es so bisher immer geschafft, auch in diesem Male, das hier schmierfrei hinzukriegen. So. Boah, ist das eine Brühe. Also eigentlich sollte man überlegen, ob man den nicht wirklich mal auswischt vorher, weil es ist so dunkel. Ich mache gleich mal ein Foto davon. Dann überlege ich mal, wie ich hier weitermache. Nachdem ich mir die Miserie nochmal angeschaut habe, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich das lieber alles irgendwie da mal aus dem Behälter rauswische. Das heißt, wir legen uns jetzt hier unten auf die Backe. Kann man jetzt in der Einstellung nicht sehen, mal so ein Tuch drauf. Zwei. Und machen wieder mit unserem schönen Docht-Trick hier mal den Rest von diesem widerlichen Schmodder hier raus. Ist der Spiegel hier irgendwie ein bisschen im Weg? Weil das, da möchte ich wirklich so wenig wie es geht hier noch überhaupt drin haben. Das heißt, drücken wir uns jetzt einfach mal da rein, das Tuch. Auch da klappt ja gut. So, warten wir, bis das hier voll gesaugt hat. Dann ziehen wir uns das hier einfach über die Kante hier. So. Ist das ein ekliges Zeug. Das ist wirklich längst überfällig gewesen. Wir sehen, der Stand ist jetzt schon, dass sich da noch kein eigenes Biotop drin entwickelt hat. Man muss dazu sagen, die Maschine ist wirklich eine reine Garagenmaschine. Das heißt, sie steht, wenn sie nicht gerade fährt oder an ihr rumgeschraubt wird, immer in der Garage. Das heißt, der Behälter wird, wenn überhaupt, wenn ich mal im Regen fahre, irgendwie nass. Ja, ich habe das schon bei Motorrädern gesehen, da sah das ähnlich aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass das hier so aussehen würde. Wir haben jetzt noch einen winzigen Tropfen auf der Öffnung nach unten stehen. Ja, solange wir den Kupplungshebel jetzt nicht bewegen, passiert uns hier auch gar nichts. Das heißt, es ist jetzt schon so sauber. Da ist jetzt nur noch so ein bisschen Restmock hier drin. Ja, man kann das hier schön sehen, was hier rauskommt. Aber hier, ja, ich wollte es jetzt möglichst, ja, so sieht das dann hier aus, dass man das mal hier sehen kann. So, also ist jetzt noch ein winziges Pfützchen drin. Dieses winzige Pfützchen lasse ich jetzt auch. Alles andere wäre so penibel, das braucht kein Mensch, also ich jedenfalls nicht. Ich habe jetzt hier nochmal ein ganz neues, ich glaube, es ist wirklich auch ganz neu. Ich hatte das gesagt, ich sage es hier nochmal. Tut euch den Gefallen, es kostet nicht viel, knapp 5 Euro, wenn ihr das macht. Ihr braucht natürlich nicht, ihr könnt natürlich den ganzen Tank hier durchpumpen, ja, 250 Milliliter, braucht ihr nicht, im System ist weniger drin. Ne? Das heißt, macht ihn einfach auf und dann tut ihr, füllen wir den jetzt erstmal so weit wieder auf,
dass er voll ist, dass wir da pumpen können. Ich muss das mal hier von der Seite irgendwie machen, weil die Kamera hier sonst im Weg steht. Ah, ja, so soll das aussehen. Sehr schön. So, nicht zu voll. Ja, Gunnar, das war jetzt schon... Also, das war jetzt ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Hier unten hält jetzt quasi nur noch die Oberflächenspannung der Bremsflüssigkeit uns davon ab, dass hier der Behälter überläuft. Das heißt, wir nehmen uns jetzt noch mal ein bisschen davon ab. Weil sobald man am Motorrad wackelt, wäre uns der Behälter jetzt hier übergelaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, das ist immer das Schöne an so Videos, die mit so Komplett-Takes funktionieren. Da gibt es keine Schönfärberei. Ja, da gibt es keinen von wegen, ach ja, schneide ich einfach mal raus und das bleibt jetzt einfach hier drin und das bleibt deswegen hier drin, damit euch diese Fehler nicht passieren. Ich mache das ja nicht hier, weil ich sage, ich beherrsche das in Perfektion, sondern ich mache das, um selber zu schauen, wie kann man es besser machen beim nächsten Mal oder wie könnt ihr es besser machen, als ich das jetzt beim ersten Mal mache. Und genau das ist hier eigentlich der Effekt, den ich mit diesen Videos oder generell mit diesem Kanal hier irgendwie erreichen will. Das Ziel ist, man macht es von Anfang bis Ende, ja, und schaut, auf welche Untiefen man hier stößt und welche Probleme hier zutage kommen. Und dann kann man, wenn man das selber macht oder nachmachen möchte oder sich das zutraut, dann kann man diese Untiefen hier halt umschiffen und sagen, ha, nee, habe ich im Video gesehen, das mache ich jetzt von vornherein anders und dann klappt das auch. So, jetzt ist der Bremsbehälter, der Kupplungsbehälter hier so weit leer. Ah, noch ein bisschen. Weil, wenn ich sonst, es kann immer mal passieren, stößt man gegen die Bühne oder was auch immer oder wackelt am Moped. Ne, wenn man dran schraubt, wackelt man sowieso dran. Ja, dass man hier eben so dran ruckelt, dass dann sich der Behälter so stark bewegt, dass dann trotzdem was überläuft. Ne, also, wie gesagt, schönes Beispiel. Ja, macht es nicht ganz voll. So, jetzt ist okay. Jetzt ist gut. Macht es nicht ganz voll, sondern schüttet nur ein bisschen nach. Der Stand müsste jetzt vorne. Ich gehe mal gerade ums Moped rum und guck mal auf den. So, ich sehe jetzt oben noch eine Luftblase. Es ist schon zu viel. Ne? Der Behälter hat natürlich hier eine Neigung. Der steht nicht gerade. Das heißt, der Stand ist vorne, also hier zum Cockpit hin, viel, viel niedriger als hinten, weil das Bassin einfach hier geneigt ist. Ne? Deswegen, das täuscht. Ne? Man füllt auf. Wenn man hier hinschaut und auffüllt, dann läuft es am hinten schon drüber. Ne, deswegen füllt am besten von hier auf. Ich habe jetzt nicht von hier aufgefüllt, weil die Kamera hier vorne steht. Füllt am besten wirklich von der Seite auf, wo ihr eigentlich auch sitzt. Dann seht ihr, wie das hier im Schauglas steigt. Und dann lauft ihr nicht Gefahr, dass euch das hinten überläuft, weil das Schauglas euch ganz genau sagt, wann voll ist. Und jetzt ist deutlich, deutlich voll. Ne, so, das ist eigentlich schon zu viel. So, und jetzt können wir anfangen mit der Pumperei. Wir sind jetzt wieder unten am Nehmerzylinder von der Kupplung. Und wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ich habe jetzt hier einen Schlauch. Das ist ein Spritschlauch vom Roller irgendwie, glaube ich. 4 mm Innendurchmesser, meine ich. Ich messe es nochmal. Schreibe es dann irgendwie drunter oder tue es mit in die Beschreibung rein oder wie auch immer. Dann haben wir den super mega Aufbau für das Auffangen der alten Flüssigkeit. Ne? Also einfach hier... Ja, genau derselbe Behälter wie für die neue, bloß steht alt drauf, deswegen wissen wir Bescheid. Ist eingespannt hier in meine wunderschöne Proxon-Löthilfe, damit es nicht umfällt, steht hier auf der Bühne drauf. Und jetzt tun wir den Schlauch, das hatte ich im letzten Video gesagt. Der Schlauch sollte unten in der Bremsflüssigkeit stehen, weil wir dann eine komplette Flüssigkeitssäule haben. Dann kann es nicht passieren, dass wir uns hier oben wieder Luft ansaugen. Das heißt, hier ist schon alte Bremsflüssigkeit drin. Ja, der Schlauch steht jetzt unten auf dem Boden, ja, des Gefäßes quasi. Der ist ein bisschen lang, aber besser zu lang als zu kurz. Letztes Mal ist er mir rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Ich mache den jetzt hier drauf. So, das heißt, die Chose steht. Am besten ist natürlich, wenn der Schlauch... Ne, möglichst weit in die Zudrehrichtung steht, weil wir drehen jetzt auf, das heißt, der Schlauch kommt hoch. Das heißt, wir drehen uns den jetzt hier mal so auf dem Nippel hier, dass der möglichst weit am Fahrzeug steht. Ja, das ist jetzt hier ein 8er Maulschlüssel. Jetzt machen wir hier mal auf. Ach, nee. Ja, Gunnar, das ist wie immer, ne? Auf und zu, das scheinst du noch nicht so verstanden zu haben. Auf ist natürlich in die andere Richtung.
brauchen hier noch ein bisschen Platz. So, machen wir auf. So, und jetzt drücken wir mal den Kupplungshebel oben durch. Ah. So, bis zum Schluss. Halten ihn fest. Wir halten ihn fest. Hier läuft jetzt die Flüssigkeit ab. Klar. Ne? Der Schlauch läuft jetzt leer. Bevor das hier angekommen ist, machen wir jetzt wieder zu. Jetzt ist wieder zu. Jetzt lassen wir oben den Kupplungshebel los. Und es wird frische Bremsflüssigkeit angesaugt. Ich sehe, dass der Stand oben fällt. Ja. Jetzt ist der Kupplungshebel quasi entlastet. Jetzt machen wir hier unten wieder auf. Und drücken nochmal. So. Und die Suppe kühlt. Machen wieder zu. Halten oben fest derweil. Ne? Ganz wichtig. So. Lassen oben los. Es wird neue Flüssigkeit angesaugt. Gucken mal den Stand an. Ja, das ist okay. Ja, machen jetzt nochmal auf. Drücken. Halten. Schließen. Oben loslassen. So. Gucken nochmal. Alles gut. Unten nochmal aufmachen. Drücken. Halten. Schließen. Loslassen. Aufmachen. Drücken. Schließen. Oben loslassen. So, jetzt können wir oben mal ein bisschen nachkippen hier. Von der logischerweise neuen Bremsflüssigkeit. Zap, zap. Und wie immer, achtet drauf, dass es nicht zu viel wird. Es geht nur darum, dass ihr oben nicht trocken lauft und euch keine Luft anzieht. Wo ist der Maulschlüssel? So. Wir machen wieder auf. Drücken, machen zu, lassen los, machen auf, drücken, machen zu, lassen los, machen auf, drücken. Ich komme mir gerade vor wie in so einer Kugelschreiberfabrik, wo man Kugelschreiber zusammensteckt. So, schauen oben nochmal rein, sieht alles gut aus. Aber hier unten die Suppe, die gefällt mir noch gar nicht, was hier rauskommt. Das sollte deutlich klarer sein, das heißt, wir machen das jetzt noch ein paar Mal. Das kann noch nicht alles sein. Oben ist noch okay. Man könnte auch die Pumpvorgänge zählen. Mache ich beim nächsten Mal. So, jetzt wird es besser hier unten. Jetzt sehe ich, das füllen wir oben noch mal ein bisschen nach. Jetzt sehe ich unten, und ihr seht das in dem Video wahrscheinlich oder hoffentlich auch, dass die Flüssigkeit deutlich klarer wird, die da unten rauskommt. Also ich deutlich von dem unterscheide, was wir da am Anfang abgelassen haben. Man kann es deutlich erkennen. Ich sollte nachher mal irgendwie zwei Standbilder machen, wo man das übereinander legt, weil man kann es deutlich sehen. Man kann es wirklich deutlich sehen. Im letzten Video habe ich gesagt, dass es natürlich für fast jede Schraube am Moped einen Drehmoment gibt. Gibt es für, ich fülle oben nochmal nach, es fällt gerade wieder. Es fällt stark. Es gibt für jede Schraube einen Drehmoment und ich habe es mir mal angeschaut. Für die Entlüftungsschraube sind es 6 Newtonmeter. Das heißt, wenn ihr die am Ende wieder zumachen wollt, wäre 6 Newtonmeter der richtige Wert. Ich habe leider noch, sage ich mal dazu, werde ich mir wahrscheinlich irgendwann mal besorgen, keinen Drehmomentschlüssel, der diese kleinen Werte irgendwie anziehen kann. Ist aber gar nicht blöd, so ein Werkzeug zu haben. Mein kleinster fängt bei 20 an. Der ist eher für die gröberen Geschichten. Also, was wir jetzt hier sehen, ne, das sieht aus wie neue Bremsflüssigkeit. Das sieht super aus. Ja, also das ist wirklich, das unterscheidet sich nicht von dem, was ich da oben reingeschüttet habe. Ja, nochmal, ich habe es in dem anderen Video auch gesagt, ich weiß nicht, wie viel es ist. Ja, aber wenn hier unten diese Farbe kommt, dann ist das für mich persönlich okay. Dann sind wir fertig. Ja, das heißt, wir ziehen den Schlauch jetzt hier vorsichtig ab. Und dadurch, dass hier oben dann Luft reinkommt. Moment, stopp. Gucken erstmal, ob das hier auch wirklich so fest ist, wie wir das haben wollen. Ja, noch ein bisschen geht. Ist jetzt handwarm angezogen, ohne Drehmoment. Ja, ich habe es vorhin aufgemacht. Man kann sich das natürlich nicht merken, aber es ist jetzt in Ordnung. So, jetzt zieht der Schlauch hier schon wieder Luft, weil er schon fast ab ist. Das heißt, ich ziehe den Schlauch jetzt hier ab, lasse den leer laufen. In das Behältnis rein. So.
Ich hoffe, dass nicht die ganze Zeit irgendwie der Arm im Weg war. Sieht man leider immer erst später. Wichtig ist das, was ihr hier jetzt gerade seht. Ja, nämlich nichts, weil der Ausschnitt so klein ist. Ich tue den Schlauch mal hier weg. Jetzt nehmen wir uns mal ein Tüchlein. Das Wichtigste in der Garage ist Bremsenreiniger, Küchentücher und WD-40. Also bei mir jedenfalls. So, machen wir das schön sauber. Mach jetzt Nippel schon wieder drauf. Zapp. So, jetzt sind wir unten sind wir ja fertig. Das heißt, wir nehmen uns, ich stelle jetzt erstmal hier die alte Bremsflüssigkeit weg, damit hier kein Unglück passiert. Das heißt, wir gehen hin. So, wie ist das richtig rum? Am besten, dass man die Ganganzeige lesen kann. Das wäre schon praktisch. Ah, das scheint auch gut zu passen. So, dann drehen wir uns das hier wieder fest. Dieses Teil. Wo sind die Löcher? Wo sind sie? Dort. Also. Gepackt. Die sind alle gleich lang. Ne? Das heißt, ihr müsst da keine Angst haben, dass es irgendwo eine gibt, die eine andere Länge hat als die anderen. Das haben sie hier schön gemacht. Manchmal ist es so, dass die Schraube unten länger ist als die Schraube oben, wenn man es dann einfach rausschraubt und dann nachher wieder versucht festzuschrauben, fragt man sich dann irgendwie, so von wegen so, hä? Wieso passt die eine und die andere packt irgendwie nicht? Ja, logisch, die ist zu kurz, ich habe die lange da reingeschraubt, wo die kurze hin muss. Das kann dann nicht klappen, das heißt, wir machen uns das hier wieder fest. So, und sind unten fertig. Was wir jetzt machen müssen, wir gucken uns oben jetzt den Kupplungsausgleichsbehälter an und schauen uns den Stand an und füllen dann so lange nach, bis voll ist. Dann machen wir zu und dann sind wir durch. Wir sind jetzt wieder oben und was wir jetzt noch machen, als letzten Schritt hier, ist Bremsflüssigkeit nachzufüllen. Und zwar diesmal richtig. Das heißt, wir füllen nach und schauen, dass die Blase nicht ganz verschwindet. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich komme jetzt mit dem Stativ, mit der Kamera nicht näher dran. Das Zoom-Objektiv ist auf der höchsten Stufe. Die Blase ist jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 3-4 mm breit. Genauso wie bei der Bremsflüssigkeit. Ja, das heißt, das sieht jetzt sehr, sehr ähnlich aus. Und das sollte reichen, damit das jetzt ordentlich aufgefüllt ist. Ich habe diese Dichtung hier mal sauber gemacht mit dem Plastikstück, weil da war so der Schmock dran. Das will ich natürlich nicht mehr hier drauf haben. Setzen wir uns jetzt vorsichtig hier auf. Das natürlich richtig rum, damit man es lesen kann bei der Fahrt. Wichtig natürlich, dass man es bei der Fahrt hier lesen kann. Setzen uns die Schrufe wieder ein. Zwei Schrauben wichtig über Kreuz anziehen, ne? Ja, Spaß. Macht sie nicht zu fest. Macht sie hier nacheinander vorsichtig fest. Mit dem, wie gesagt, schon passenden Schraubendreher. Perfekt. Wir sind fertig. Flüssigkeit ist gewechselt. So. Das war heute Kupplungsflüssigkeit bzw. Bremsflüssigkeit wechseln an der GSX 1250. Funktioniert bei jedem anderen Moped genauso, weil es ein hydraulisches System ist. Muss man eigentlich nur finden, wo tue ich es rein, wo lasse ich es raus. Ja, sauber arbeiten, ordentliches Werkzeug benutzen. Ja, sich ein bisschen Gedanken machen, was man denn da machen will oder was man da tut. Und dann funktioniert das. Und wenn ihr euch nicht sicher seid oder noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Dann können wir versuchen, das irgendwie noch zu klären. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben und bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.